Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute machen wir Honig suchen. Und zwar haben wir schon wieder was entdeckt. Ich nicht. Papa hat's entdeckt. Wie kann das sein, oder? Papa geht hier mal rum da und sieht hier mit seinen 80 Jahre alten Augen schon wieder da ein Honigbienenwabennest. Ich zeige euch gleich mal, wo der ist. Ihr werdet es nicht glauben. Guckst du? Was geht wieder los? Einer mit Leiter, einer mit Suppentopf. Suchen zum Essen. Suchen zum Essen. Habt ihr schon wieder Hunger? Ja, vom Mittagessen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mit Leiter suchen Mittagessen. Ja. Das gibt bestimmt kein Schnitzel, Leute, wa? Nein. Bienen, nee, das habe ich jetzt echt nicht gesehen, da du. Den habe ich nicht gesehen. Wo ist er denn? Da ist er, da. Es ist derselbe Baum wieder, ne? Man glaubt es nicht, aber wirklich wahr, es ist derselbe Baum, wo wir hier schon mal die Bienen hatten. Hier war der, hier. Der Dicke. Jetzt sind die da oben wieder. So, heute ohne Feuer. Ja? Feuer im Mund reicht, sagt er. Ja? Nur mit Zigarette an. Mit Zigarettchen. Und das reicht für die, sagt er. Von mir aus, du. Ich muss doch nicht hochstehen hier. Ich muss das ja nicht machen, da oben hoch hier. Die schickt man den alten Mann da hoch da. Mit 80 Jahre oder 82, wie alt ist er, man weiß es nicht genau. Aber dem macht doch nichts mehr aus, wenn da mal eine Biene kommt oder was oder zwei. Derselbe Mangobaum, das ist nicht. Ah, scheiße, mit der Musik da hinten wieder, wa? Songkram-Party, ja? Scheiße, Musik macht das ganze Video kaputt, ja? Wir halten mal ein bisschen Abstand hier, wa? Ah, jetzt, ja, da ist aber ein Geschwirr drum jetzt, du, ha? Sieht man's? Von, was ist? Du stehst mittendrin. Von, hau da ab. Du bist geht allergisch drauf. Da ist ein. Hier kommt. Ja, da. Long. Oh, schön, Tilak, schön. Das sind aber kleine, ne? Ja. Das ist andere Sorte. Die ist nicht böse, ne? Nicht ganz so böse. Normalerweise nicht, aber wenn man den Honig klaut, werden sie auch irgendwie böse. Lass die Finger davon bohren. Du, lass die Finger von. Du kriegst Allergie. Ja. Papa macht hier was. Oh, ist da ein Gewusel drin. Da. Oh, scheiß auf meine Kamera. Auf meine Kamerabiene hier. Frischer Honig. Der tropft von, der teure Saft hier tropft hier raus hier. Der teure Honig. Bye, look, bye. Oh, mit Fleischbeilage drin. Bye. Oh, ich habe mich nicht so leid. Du kannst jetzt nicht hin. Schön. Ja, ist aber nicht viel, ne? Nee. Ich, aber der musste jetzt runter, wenn wir jetzt warten. Wenn wir jetzt warten, weg. Dann ist der nämlich dann leer und wie wir schon hatten, hier mit der Ameisen, ne? Schön. Also ist anders als diese hier. Ne? Das waren jetzt Wespen. Und das ist Bienenhonig. Mit Fleischbeilage. Geil. Okay. Ich glaube jetzt nur zum Essen heute, du.
Da ist nicht mehr viel da zum aufs Brot schmieren, wa? Komm. Mhm. Ich darf auch mal essen hier. Maris, willst du auch was haben hier? Du küsst nicht. Sag Mama. Hallo, ich bin. Das ist wirklich, das ist der Honig. Das ist der Honig. Finger. Also, ich sag dir, Zuckerbombe, ne? Aber es ist genau der Honig von meinem Opa. Der hatte früher auch Honig. Und da kommt wieder so ein Flash in die Kindheit zurück, ne? Was das für ein Honig? Das ist ein einmaliger Geschmack. Den kannst du dir nicht irgendwie vergleichen mit dem von Supermarkt hier, Langnese oder irgendwie was dann da, ne? Oder wie sie heißen dann da. Es ist was ganz anderes. Das ist richtig Honig dann da. Echt mal, ne? Und die Waben dann, ne? Was man da jetzt mit isst, also so eine Art Kaugummi, ne? Nur Kaugummi. Mit man auch als Kaugummi, das kannst du dann da, ne? Lecker. 10 Punkte. Was du auch machen kannst, ist das als mit Kerzenwachs, ne? Mm. Machen sie auch in Zakunakorn von Otop. Machen sie auch daraus mit Kerzen dann, ne? Das geht dann auch machen dann, ne? Also so ist das mal was Leckeres hier. Vielseitig einsetzbar. Das Zeug hier. Ja, mit Leben drin hier, weil es ein bisschen Fleischbeilage die hier. Baby hier. Ne? Oh, mehr lecker hier. Ah ja, genau, den ist ja noch hier. Zeig mal. Geh nochmal zurück hier. Nee, geht das eigentlich. Mit den Larven da. Warte mal. Beutelbein, aber Beutelbein, meine ich. Ja. Da. Das weiße da. Da. Das sind die Larven. Ne? Ja. Auch lecker, ne? Ja. Und, Lee? Mit Hamm hoch, oder? Hamm hoch. Hamm oben. Hallo. Wo kommt dein Hamm her? Gut, er sagt sowieso immer, weißt du auch, da von Kokosmilch dann da und hiervon auch, du kannst von allem, was du hier in Thailand isst, 10-mal. Aloy. Aloy, Magma. Nicht ganz so ehrlich. Die sind jetzt nicht so, ne? Die sind jetzt nicht so. Diese. Name weiß ich nicht, das weiß aber Thomas, wie diese Sorte heißt hier. Mini. Das sind die kleinen, ja, das ist auf Thai. Aber es hat doch von Bienen gibt es so viele verschiedene Arten. Ne, und das sind diese hier, die wohl nicht so aggressiv sind, nicht so stechen dann. Es gibt andere Sorten, die sind wirklich aggressiv. Ne? Aber diese hier sind friedlich. Ne? Eine friedliche Art. Name weiß ich nicht. Nicht, dass jetzt hier wieder kommen, ja, von wegen hier Völkermörder oder was. Ne? Nein. Die kommen wieder und die bauen auch jetzt wieder. Wir haben den also jetzt nicht die Königin dort getötet da, ne? Also die bauen wieder. Die haben jetzt da ihren Nest dann da jetzt weg, aber die bauen irgendwo anders dann wieder neu, ne? Ja, sieh, das ist ja, ich weiß, habe gerade schon gesagt, das ist auch eine Zuckerbombe, das hier, ne? Mit denen da drin. Ne? Ich dachte Papa jetzt gerade, wir sollen hier noch ein bisschen Honig aufheben, wenn jetzt Malaika kommt, dass er noch ein bisschen lecker Honig hat und nicht im Kühlschrank stellen. Mhm. Nicht im Kühlschrank stellen. Dann wird er wieder hart. Das mag der Honig nicht. Ne? So dann im separaten Glas dann und dann kannst du mal den lecker Honig hier probieren hier. Na? Machen wir so. Und der Kenner sagt hier, Lee, das sind Litschi-Blütengeschmack. Kann man das schmecken, Born? Kann man es wirklich schmecken? Hallo. Ja? Ich glaube auch nicht, dass man das schmecken kann. Aber das war die Zeit vorher, ne? Mit Litschi. Ja. Und jetzt ist Mango. Mangoblüte war aber auch schon Born. Nee, ich habe gesagt Linti. Ich habe gesehen vom Linti schon. Ja? Mhm. Na gut. Linti, auch ein Viertel.
geht vom, vom Licht geht ja. Reiner Honig ohne irgendwelche Zusätze. Mango, Litschi, Blüten, Honig. Wer hat das in Deutschland? Hm? Keiner hat es, keiner. Das gibt es nur bei Uwe und Porn Spezial. Honig. Kann man verkaufen. 1 Liter 100 Euro, ey, Schatz. Ey. 1 Liter. Ein Liter 100 Euro, ey. So. Mit Fleischbeilage 150. Ich guck ja. Nein, hier ist also kein Fleisch drin. Gell, Malaika, hier ist kein Fleisch drin. Hier ist nur Honig drin. So. Fleisch ist da. Das ist Papa gleich. Der ist aber auch saftig, ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Guck mal an, was da für Honig rauskommt. Ja. Nee, die da. Wahnsinn. Dreh nicht so weit rum. Dann kann ich nicht mehr sehen. Oh, noch eine da. Ja, ja, eine noch hier. Schön. So, den kann man noch so abknauen, abkauen hier, wie so ein Rippchen. Ja. Ja, wie so ein Rippchen hier. Oh, hey, da kam doch noch etwas raus, ha? Hm? Schön. Da kann ich auch noch mal einen Löffel von nehmen, oder? Ja, so, morgen. Zum Frühstück hier. Jungs und Mädchens, das ist Honig. Ich schwöre bei meiner Möhre. Der Beste der Welt, ne? Wie bitte? Kopfschmerzen, esse zu viel. Kopfschmerzen von zu viel Zucker. Das ist wirklich, du, das ist dermaßen, siehst du. Ne? So, gute Idee, ne? Wir werden den Honig mal für Malaika übrig lassen hier. Wir lassen den hier mal in einem extra Glas stehen zum Zuschrauben dann da. Und dann kann sie den, wenn sie hier ist, im Juli den dann genießen. Würde ich sagen, machen wir so. Das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn und die Familie aus Thailand und tschüssli. Ja, Porn ist noch am Honig machen da. Das fällt heute aus ihrer Absage. Ciao.